a fashion shower. Yeah. And what is so special about New York? Why do you love New York? The energy, no? Oh yeah, the energy. There is the city, Caput Mundi. You know what's me? Yeah. The city of the city, yeah. And what is your favorite spot? Where do you go when you come to New York? Open ceremony now. Completely obsessed by them, by the shop in Soho, by them, by Kenzo, by Acne, by Carmen. Young, young, young. We need young because I get olding, all very old now, and then I need a young vampire blood. And what is so special about New York Fashion Week? What is so different to Europe Fashion Week? It's more about special about what's happening around the show, in the city, in the party. It's is about energy, vibe. For me, vibe. That's why vibe. Now they say, everybody says Happy Fashion Week. You see, it's like everyone says Happy Fashion Week or Merry Fashion Week. Vero. You don't have that in Milan or in Paris. Yeah, in Milan they don't come that even. Is like, like, no, in Milan they squeak. God help me. Actually, in Milan, nobody come anymore. It's like a school. You don't want to go the hard one. It's like a celebration, isn't it? No, yes. Here is a lightness. It's a light part of our job. More we change the city, more hard we be. Because it's the beginning also, no? Thank you very much. Enjoy your time in New York. And New York, na 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 na. André, du arbeitest für Fashion Nation. Genau. Du bist Einkäufer. Genau. Was genau machst du da? Ich kaufe die Flächen Berlin, Wien und Stuttgart ein, und zwar Damen und Herren zusammen. Und was genau ist das Besondere an Fashion Nation? Wir versuchen irgendwie ein Konzept Store zu gestalten auf die Flächen, dass wir wirklich einen Mix haben aus neuer Upcoming Designer, sowohl als große Namen wie Givenchy oder Costume National. Aber es ist auch wichtig, so kleinere Labels, neue Labels irgendwie da einzuführen, wie Sassen Vitals Australien oder Camo. So einen schönen Mix auf die Flächen zu haben, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen nicht nur Mode zeigen, wir arbeiten jetzt mit Künstlern zusammen und demnächst haben wir dann so kleine Ausstellungen auf die Flächen. Solche Sachen, dass der Kunde wirklich, der bei Fashion Nation einkauft, der Mode versteht, wie Mode sich auf die Flecke zeigt, sich natürlich auch für Architektur oder Kunst sich genauso interessiert. Bist du genauso experimentierfreudig, wenn es um deinen eigenen Style geht? Nein, da bin ich eher ein bisschen, ich schaue, was mir steht und dann hat man irgendwie so eine Phase und die sieht man das dann so an, aber ich bin nicht so sehr extrem. Okay, over the top, gar nicht. Ist Mode jetzt Arbeit für dich oder macht dir das auch nur Spaß? Nee, das ist ein Traumjob sozusagen, ja. Ich habe Modedesign studiert und dann, als ich nach Deutschland kam, habe ich dann gewechselt zu den Einkaufsseite und ist wirklich so ein Traumjob, ja. Und jetzt bist du in New York, weil Fashion Week ist. Und was machst du genau hier? Wir schauen uns zwei, drei Shows an. Was genau? Da musst du mal gleich die Ann-Kathrin fragen. haben auch zwei, drei Termine hier mit neuen Labels, amerikanischen Labels, die wir eventuell auf die Flächen nochmal präsentieren wollen und schauen, wie dann die Gespräche laufen. Und du gehst dann zum Beispiel in eine Show, schaust dir die Sachen an und was passiert dann? Wenn natürlich großes Interesse besteht, dann versucht man den Termin zu bekommen für später, irgendwie im Showroom. Mhm. Ich glaube, New York ist ein bisschen zu eng, dann versucht man das dann in Paris oder Mailand umzulegen. Und wenn du jetzt neue Designer entdeckst, die dir gefallen, dann triffst du dich mit denen und ihr überlegt, wie ihr das in Fashion Nation integrieren könnt. Genau, ob das von der Partnerseite bei uns reinpassen wird und ob wir das auch gut finden, ob das auch so bei uns dann reinpasst. Was ist denn jetzt der Trend, der demnächst kommen wird, an dem man nicht vorbeikommt? Man kann es eigentlich nicht so festlegen. Das sind natürlich immer mehrere Trends, die dann gleichzeitig oder parallel laufen. Was sehr, sehr gut. Was man deutlich erkennen kann in der Kollektion, das hat diese ganze Safari-Thema, so aus die 80er Jahre wieder umgesetzt. Camouflage natürlich, rauf und runter. Perfekt. Perfekt. Und alles, was mit Nieten oder so ein bisschen Bling-Bling zu tun hat, ja. The first thing that pops up on your blog is this is not a blog. So what is it then? I'd call it a collection of my work and the things I'm doing. Just because the idea and the stigma around having a blog is too much. It's like too much of an attachment, and I just want to show what I'm doing rather than anything else. So tell me, what exactly are you doing? Currently, I'm a student living in Brooklyn, New York, and then I'm a freelance photographer, creative consultant, stylist, and fashion blogger.
when the time comes. Have you been to many fashion shows this season? Or? This season I've been to a few. I've been to the ones that I was most interested in going to. For example? Patrick Reville, Robert Geller in Hollywood. Just the designers that I support are the designers that I'm really interested in what they're doing rather than the fashion shows that in the end of the day I'm not too worried about seeing it. So. Who's your favorite designer? Probably somewhere between Robert Geller and Patrick Reville. Okay. How would you describe your personal style? I would describe it as very laid back and casual, probably. And how long does it take you to get dressed in the morning? No more than 3 or 4 minutes. Really? Yeah. Wow. Most of my clothes are like on the floor laid out, so it's not hard to find something. What about your wardrobe? Is it packed? Yeah, there's a lot, but it's just all messy and everywhere. And what is a must-see when I come to New York? Where do I have to go to? I go to the High Line. I think it's the most beautiful, like, touristy attraction there is. I forget to go sometimes, but it's like very fun to walk through. Even if you're not like a tourist, it's very pretty and it's just like a nice walk.